Willkommen, liebe Zuschauer im Wormser Montagsmagazin. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir zu Gast heute Abend ist ein Mann, der im vergangenen Herbst bei der Bundestagswahl etwas Historisches geschafft hat. Erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik hat er den Wormser Wahlkreis für die Union gewonnen. Was es ihm bedeutet, Volksvertreter zu sein und was die nächsten Jahre auf der Agenda steht, das will ich ihn fragen. Guten Abend, Jan Metzler. Schönen guten Abend. Dieser 22. September des vergangenen Jahres hat in Ihrem Leben wahrscheinlich viel verändert, Herr Metzler. Wie haben Sie diesen Sonntag erlebt? Ach, zunächst einmal eigentlich ganz familiär. Ich bin zuerst wählen gegangen, mit der Familie gemeinsam. Und danach war ich bei meinem Cousin auf Geburtstag. Und dann hat der Abend so ein Stück weit Struktur dadurch gewonnen, dass ich mich zunächst einmal mit Freunden zurückgezogen habe und das Wahlergebnis abgewartet habe. Und klar, da gehen dann in dem Moment 150 Sachen durch den Kopf, aber es war schon ein entscheidender Tag, ohne Frage. Sie haben sich ein bisschen zurückgenommen, entspannt, aber dann ging es ab, dann haben Sie eine Party veranstaltet. Wir haben auch ein Bild davon. Das war natürlich, diesen Wahlkreis zu erringen, ja, ich habe es gesagt, eine historische Leistung, ohne jetzt übertreiben zu wollen. Aber was bedeutet es Ihnen persönlich, jetzt auch Volksvertreter zu sein? Na, also ich bin erst einmal sehr dankbar, dass ich diesen Job im wahrsten Sinne des Wortes ja machen darf. Und ich habe einen Vertrauensvorschuss bekommen. Und ich habe jetzt die Verpflichtung, aus diesem Vertrauensvorschuss auch solide, gute Arbeit zu machen für die Menschen hier im Wahlkreis. Und das erfüllt mich mit unheimlich viel Freude und es elektrisiert mich jeden Tag aufs Neue. Und an diesem Abend begann eins, die Ereignisdichte in meinem Leben hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zugenommen. Und jeder Tag ist jetzt wie ein neues, interessantes Abenteuer. Und das spannt mich an und ich erlebe das ganz bewusst mit vielen Menschen hier in der Region. Und Volksvertreter sein zu dürfen, ist in erster Linie mal eins eine Ehre. Das ist wirklich eine Ehre, das sein zu dürfen. Und für mich ist es im doppelten Sinne eine Ehre, weil wir haben eine wunderschöne Heimat, in der wir leben. Und für die, was derartiges dann noch tun zu dürfen, das erfüllt mich mit Ehre und auch Dankbarkeit. Sie sagen Ereignisdichte. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Termine haben Sie in einer regulären Woche? Oh, das ist schwierig zu deuten, aber wir haben jetzt mal alle Termine so ein bisschen versucht, statistisch zusammenzufassen. Über das letzte halbe Jahr waren das mit allen Terminen in Berlin und hier im Wahlkreis über 1000 Stück. Also da kommt schon einiges zusammen. Ja. Aber jede Woche ist anders. Ist voller neuer, interessanter Aspekte, Herausforderungen, Veranstaltungen. Also da jetzt wirklich eine rote Linie durchzulegen, zu sagen, so viele Termine sind es jetzt, das ist schwierig. Wir werden permanent eingeladen, auch bei uns vom Wormser Montagsmagazin. Sie hatten aber auch prominente Unterstützung im Wahlkampf, muss man dazu sagen. Die Kanzlerin war da. Wir haben ein Bild vorbereitet. Wo war das und was haben Sie der Kanzlerin da überreicht? Ja, da muss man jetzt dazu sagen, das war die zentrale Abschlussveranstaltung, an der die Kanzlerin zugegen war für Rheinland-Pfalz. Und die fand in Mainz statt. Das ist eigentlich so eine Tradition auch, dass die Landeshauptstadt da natürlich immer auch ein Stück weit die Bundesprominenz bindet. Und innerhalb des Wahlkampfes, des Bundestagswahlkampfs, war sie auch in Mainz zur Abschlussveranstaltung gewesen. Und wir haben neben einem rein hessischen Blumenstrauß in Form von Wein, haben wir ihr auch Nordic Walking Stecke überreicht. Und die dürfte ich überreichen, weil die Kanzlerin ist auch dafür bekannt, dass sie gern wandern geht. Und ab und zu hinfällt. Hinfällt, das ist richtig. Das war aber beim Skifahren gewesen. Das war beim Skifahren, da wären die Stöcke zwar auch nutzbar gewesen, aber wahrscheinlich hätten sie den Absturz noch früher herbeigeführt. Also insofern dafür nicht zu verwenden. Nee, und die habe ich an dem Tag überreicht. Und das war eine sehr schöne Situation. Konnten wir auch mal ein paar private Worte sprechen in dem Moment. Stichwort privat. Sie sehen die Kanzlerin relativ häufig. Wie ist sie denn im persönlichen Gespräch? Sie wird als Machttaktikerin beschrieben. So führt sie ihr Amt aus. Wie ist sie privat? Zumindest, was privat öffnet. Privat ist jetzt eine sehr persönliche Begrifflichkeit, ohne Frage. Also ich kenne jetzt die Kanzlerin, bin nicht vom Messe, kenne ich nicht privat, keine Frage. Aber ich habe sie in Situationen erleben dürfen, wie beispielsweise innerhalb der jungen Gruppe. Das ist eine Gruppierung von Abgeordneten unter 35. Da sind wir 28 Stück und da hat sie sich jetzt auch schon zweimal Zeit genommen. Und da haben wir sie über eine Stunde dann auch im persönlichen Gespräch auch quasi erfahren können und erleben können. Und da erlebe ich sie als einen immer sehr ausgeglichenen, sehr zuhörenden, sehr versierten Menschen, bei dem es aber auch wichtig ist, die richtigen Argumente, wenn man einer anderen Meinung ist, auch richtig darzulegen. Sie geht gerne auf alle Punkte ein,
Aber wenn man an der Stelle etwas mit ihr gemeinsam wirklich in eine gewisse Richtung lenken möchte, dann muss es ganz zielorientiert von der Argumentation her stimmen, dass sich dann auch wirklich anschließt. Aber ich habe sie als jemanden erfahren, der keine große Eintrittsschwelle hat, um einen Zugang gewissermaßen zu finden. Das ist nicht der Fall. Sie hört zu und sie ist da im persönlichen Gespräch, wenn man das so sagen darf, ist sie da wirklich zugänglich. Ist das öffentliche Bild deckungsgleich mit dem, was Sie bisher erfahren haben? Na gut, in der Öffentlichkeit, glaube ich, kommt sie ja wirklich als jemand rüber, die sehr nüchtern, sachlich und sehr analytisch an Dinge herangeht. Und es deckt sich zu 100%. Sie ist sehr analytisch in allem, was sie tut. Und ich glaube, das ist in ihrer Stellung, in ihrer Position auch wichtig. Weil sie muss Entscheidungen treffen, die weitreichende Konsequenzen haben. Und wenn da nicht eine solide Analyse vorhanden ist, dann ist, glaube ich, wäre die Besetzung falsch. Ich glaube, in dem Fall ist unser Land wirklich in sehr guten Händen bei ihr. Jetzt hat die Bundestagswahl ihr Leben entscheidend verändert, zumindest in jüngster Hinsicht. Sie kommen aus Rheinhessen. Sie haben auch einen Beruf, der hier sehr vertraut ist, erlernt. Wie ist das? Ihr Vater ist Winzer und Sie haben den Betrieb auch mitgeführt. Wie kann man sich das vorstellen? Nein, also ich habe Winzer gelernt und ich habe im Betrieb, klassischer Familienbetrieb, ich sage immer, Selbstständigkeit leitet sich so von selbst und ständig ab. Da war man immer dabei und hat dann auch seinen Beitrag geleistet. Aber ich habe den Betrieb noch nicht geführt. Ich habe innerhalb des Familienbetriebs meinen Beitrag eingebracht, aber gewissermaßen in der geschäftsführenden Position habe ich ihn noch nicht geführt. Wir haben auch ein Bild von Ihnen mit Ihren Eltern. Das ist natürlich kein Plan, den sich jeder vornimmt. Ich werde Bundestagsabgeordneter, weil es auch im Grunde nicht planbar ist. Genau. Wie gehen Ihre Eltern damit um, dass Ihr Sohn relativ prominent dadurch jetzt geworden ist? Oh, prominent, so ja, zumindest jetzt lokal. Ja. Lokal. Also meine Eltern tun das natürlich mit viel Freude. Ich glaube, wenn ich mein Elternhaus nicht in der Form hätte, mit der Unterstützung, mit wirklich auch diesem Rückenstärken, dann ging das alles nicht. Ich habe von meinen Eltern immer eins bekommen, große Freiheit. Und meine Eltern sind natürlich diejenigen, die mich da in allen Lebenslagen bisher begleitet haben und so auch in der. Und erleben das mit unglaublich viel Freude. Und ich erlebe das im Gegenzug, dass die Freude auch so auf mich überspringt. Weil ich glaube, wenn man so in der Familie viel Herzlichkeit erlebt, dann kann man auch was weitergeben. Und die erlebe ich ständig in meinem Elternhaus in der Form, dass ich da eine tolle Basis habe, auf der ich alles weitere angehen kann. Und ja, meine Eltern sind da sehr glücklich mit der Situation, ja. Aber jetzt, wenn Lese ansteht oder Ähnliches, ist das noch zu machen? Also zumindest mal da zu sein oder... Ja gut, also ich sage mal so, natürlich ist es so mittlerweile, das ist alles nur noch ganz, ganz eingeschränkt möglich. Ich habe mir auch immer gesagt, wenn das alles so klappt, dann machst du diesen Job und du machst diesen einen Job und ich fange da jetzt nicht an, mich zu verteilen. Ich habe das Vertrauen geschenkt zu bekommen, diesen Job machen zu dürfen und dann verteile ich mich an dieser Stelle nicht. Nur es ist natürlich für mich zu Hause auch eine wunderbare auch Rückzugszone, aber auch eine, die mir den Rücken stärkt, weil ich weiß, dass ich damit auch ein Stück weit eben Unabhängigkeit auch habe. Und ich glaube, das ist im politischen Geschäft etwas ganz, ganz Wichtiges. Wie lief es aber konkret ab? Sie haben sonntags gewusst, Bundestagsabgeordneter. Aber wie wird man Bundestagsabgeordneter? Wie erhält man sein Büro, seinen Ausweis? Wie läuft das ab? Also ich glaube, man stellt sich das so wahnsinnig spektakulär staatstragend, vor. Staatstragend, klar. Ja, aber es ist wirklich viel, viel nüchterner. Also ich glaube, das muss man in der Stelle wirklich sagen. Es ist wirklich nüchtern. Man kriegt eine Meldung, man ist in den Deutschen Bundestag gewählt. Das geht dann einem schriftlich zu und man hat sich einzufinden. Und das war in dem Fall 2 Tage später in Berlin. Das war dann offiziell zur ersten Fraktionssitzung und da kamen dann alle noch im Amt befindlichen Bundestagsabgeordneten und die neuen Bundestagsabgeordneten zusammen.
Und dann läuft erstmal so ein riesiger Mechanismus ab, der dann anfängt bei der Zuteilung von technischem Equipment. Das war ganz spannend. Dann alle Abgeordneten, wie beim Erstsemesterbeginn sozusagen, erlebe, die neu da waren, in einer Schlange. Erst die Tüte. Genau, die erst die Tüte, so war das auch. Und in dem Fall hat man so eine technische Erstausstattung bekommen, dass man kommunizieren konnte. Dann auch schon das erste Mal mit einer offiziellen Bundestags Adresse und das ging dann weiter mit der Aufnahme in der Landesgruppe. Das ging dann weiter in der Form, dass man dann auch Büros zugeteilt bekommen hat, erstmal interimsmäßig. Aber ich habe dann beispielsweise auch von einigen Kollegen gehört, dass in der Vergangenheit es so durchaus auch so war, dass einige 6, 7, 8 Wochen erst einmal wirklich interimsmäßig irgendwo in Anführungsstrichen kampiert haben. Ja. Also das läuft an vielen Stellen viel unspektakulärer vor, als man sich das vorstellt. Aber ich meine, man vergegenwärtigt sich jeden Tag aufs Neue, wo man sich jetzt befindet. Trotz der Tatsache, dass man aber auch nüchtern an die Sache drangehen sollte, um klaren Kopf auch zu behalten. Und das ist auch ganz wichtig in der Politik. Jetzt hat sich die Regierungsbildung relativ lange hingezogen. Es gab die Sondierungsgespräche, es gab die Koalitionsverhandlungen. Und dann war noch der Mitgliederentscheid der SPD. Mhm. Der hätte alles kippen können. Jetzt hatten Sie den Wahlsieg errungen und dann wäre womöglich alles, die Wormser würden sagen, für die Katz gewesen, wenn es Neuwahlen gegeben hätte. War das ein realistisches Szenario oder waren für Ihr Befinden war das kein Thema? Also ich glaube, erstens in der Politik muss man immer auch mit vielen Unwägbarkeiten rechnen. Also Politik ist nicht planbar. Und insofern kann natürlich auch etwas derartiges wie eine Nichtregierungsfindung in einer Konstellation, wie sie sich jetzt gefunden hat, hätte natürlich auch als Ergebnis stehen können, ohne Frage. Ich sage mal, in diesem Falle hätte es, wenn sich keine Minderheitsregierung in irgendeiner Form gebildet hätte, hätte es durchaus auch auf Neuwahlen rauslaufen können. Aber jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt. Vieles läuft doch wesentlich unaufgeregter ab, als es vielleicht dann auch manchmal den Augenschein hat. Insofern hat man sich da ganz pragmatisch eben auch an die Sache herangemacht und hat eine Koalition zustande bekommen. Mit einer üppigen Mehrheit. Aber das ist jetzt aber auch wiederum Verpflichtung, dass man eben auch die großen Ziele auch angeht. Ich glaube, die Tatsache, dass die Menschen eine große Koalition in dem Zusammenhang auch ein Stück weit jetzt auch mit Vertrauen, wenn man jetzt die Umfragen auch noch nach der Bundestagswahl sieht, ausgestattet haben, heißt aber auch, dass man sagt, okay Leute, jetzt macht euch auch an die großen Dinge auch ran, die in diesem Land anstehen. Ich meine, das war jetzt keine Liebeshochzeit, das muss man freiweg sagen, aber trotzdem haben wir die Verpflichtung, pragmatisch an die Sache ranzugehen. Die Bürger sind größtenteils zufrieden mit der Großen Koalition, das legen zumindest die Ergebnisse der Demoskopie dar. Sie sagen, es ist die Verpflichtung, große Themen auch anzugehen. Vor wenigen Wochen war zum Beispiel im Spiegel ein Artikel, der sagte, gerade das Gegenteil, zumindest, dass das Gegenteil eintreffen könnte, wenn sich alle wunderbar finden, Harmonie herrscht, dass vielleicht wichtige Reformvorhaben gar nicht angegangen werden, weil sich jeder gegenseitig auf die Schulter klopft und sagt, große Koalition, die Mehrheit steht. Also das Bild möchte ich natürlich auch nicht erzeugen. Also man ist da schon pragmatisch auch am Ringen. Ich meine, wir haben einige Themen, wo schon auch dicke Bretter, die immer so schön beschrieben werden, gebohrt werden müssen. Und da ist man auch mal dabei, auch inhaltsbezogen das ein oder andere Wort auszutauschen, das dann auch schon einmal ein bisschen intensiver im Umgang ist. Aber ich glaube zumindest in der Arbeitsatmosphäre, in der ich Berlin wahrnehme, ist vieles eben ein Stück weit eben ein bisschen zusammengedampfter, als das manchmal dann auch so nach außen dann dargelegt wird. Man geht da jetzt auch nicht so vor, dass man da sich in die Hängematte legt und geht das jetzt alles so mit der entsprechenden Urlaubsruhe an. Keineswegs. Also wenn ich sehe, was jetzt auf dem Arbeitsplan bis zum Sommer draufsteht, da sind schon einige Themen, muss man sagen, da ist schon vom Arbeitsvolumen her einiges dran. Allein EEG-Reform, riesiges Konstrukt, ja. Also insofern, nee, keineswegs. Man muss solide in der Sache, muss man sich auch wirklich hart auseinandersetzen, hart in der Sache, aber man muss dann auch zielorientiert zu einem Punkt kommen.
Sie sagen, die Arbeitsbelastung, die steigt wahrscheinlich noch. Wie oft sind Sie in Berlin? Also insgesamt sind es 22 Sitzungswochen. Natürlich können da auch Sondersitzungswochen dazukommen. Das ist aber abhängig von dem Verlauf auch der einen oder anderen Thematik, je nachdem, wie dann auch die Diskussionsverläufe sind. Aber grundsätzlich sind 22 Wochen und dann hat man den schönen Turnus, man ist eine Woche hier und eine Woche in Berlin. Zur Haushaltsdebatte war es dann so, dass wir drei Doppelwochen hatten. Da war man dann dreimal hintereinander jeweils zwei Wochen in Berlin mit einer Woche dazwischen drin Pause. Also das ist so ein Rhythmus. Und das ist natürlich fantastisch, weil ich sag mal so, ich ziehe so viel aus meiner Heimat eben an Informationen und an verschiedenen Aspekten einfach immer auch hier raus, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Bürgersprechstunden habe und ähnliches. Und dann kann man all das ja auch nach Berlin wieder transportieren und reflektieren und das ist natürlich wichtig. Und wie kommen Sie nach Berlin? Ist es richtig, dass Sie kostenfrei mit der Deutschen Bahn überall hinfahren? Also man hat eine entsprechende Ausstattung, die das möglich macht. Klar, man hat 100er Bahnkarte. Das ist natürlich eine wunderbare Sache, ohne Frage. Und ich weiß dann auch an der Stelle auch umzugehen, in dem Zusammenhang, dass das eine Ausstattung ist, die, weiß Gott, nicht jedem zur Verfügung steht. Sie macht natürlich das Reiseleben leichter, das ist keine Frage. Aber Sie fliegen auch nach Berlin? Ja, das ist immer auch abhängig, wie gerade so die Woche verläuft. Ja, also wenn beispielsweise ein Sonntag, und ich versuche hier sehr viele Termine im Wahlkreis wahrzunehmen, wenn dann der Tag erst abends sehr spät ein Ende findet, dann ist die Anreise meistens montags morgens. Und dann ist natürlich der Flieger die Konsequenz, weil dann schaffe ich die Anschlusstermine in Berlin nicht. Währenddessen ich, wenn ich am Sonntag dann die Möglichkeit habe, die Bahn zu benutzen, weil ich einen längeren Anreiseweg eben dann eben zeitlich unterbringe, dann habe ich den großen Vorteil, dass ich dann einfach innerhalb der Fahrzeit dann auch einfach mal so ein bisschen was abgearbeitet bekommen. Und dann startet man natürlich montags in einer ganz anderen Art. Das ist keine Frage, das ist dann aber auch abhängig, je nachdem. Die beiden Wege stehen zur Verfügung und dementsprechend dann auch flexibel in der Handhabe. Wie und wo übernachten Sie in Berlin? Man hat gelesen, die Frau Schwesig, die schläft ab und zu im Ministerium. Mhm. Jetzt haben Sie noch kein Ministerium zur Verfügung. Wie wird das gehandhabt bei Ihnen? Also ich habe eine kleine Wohnung in Berlin-Mitte. Ich habe bewusst eigentlich, habe ich mir einen Platz gesucht, wo ich aus der Käseglocke rauskomme. Also ich meine, das Regierungsviertel in sich ist schon so ein Stück weit eben auch so ein Platz für sich. Und mir war es einfach wichtig, ich möchte einen Platz haben, wo ich auch ein reales Berliner Leben erleben kann, wo ich dann eben auch die Möglichkeit habe, Nachbarn auch immer in Gespräch zu haben. Und ich, entgegen des Klischees, ich kenne meine Nachbarn in Berlin, also man sagt man Großstadt, alles anonym, aber ich habe die spontan auch bewusst auch kennenlernen wollen und habe mich dann auch vorgestellt, bin der neue Nachbar. Und genauso genieße ich das, dass es einen Bäcker um die Ecke gibt und da kann ich mir morgens mein Frühstück, mein Brötchen oder ähnliches holen. Und das genieße ich unheimlich. Und das ist jetzt nicht abgeschottet, das ist nicht nur Regierungsviertel. Und es gibt Kollegen, die wohnen auch wirklich in Hotels. Die haben sich dann quasi so über ein Jahr in ein Hotel eingebucht. Aber das ist ja dann alles, das ist so nicht das reale Leben, was man dann auch in Berlin erlebt. Und ich möchte das, was echt ist. Also ich möchte nicht nur Oberfläche, sondern ich möchte einfach etwas haben, wo ich auch mal reingehen kann. Und das ist so meine Sache. Ich wollte dorthin, wo es echt ist. Ihr Vorgänger Klaus Hagemann, der war fast 20 Jahre im Bundestag und hat auch uns hier im offenen Kanal auch immer sehr gefördert. Haben Sie Kontakt mit ihm aufgenommen? Aus rein praktischen Gründen natürlich. Also Klaus Hagemann, wir sind ja beide auch Kreistagsmitglieder in Alzey-Worms. Und klar habe ich ihn im Nachgang auch einige Male gesehen. Seine Frau Lilo Hagemann war ja auch Lehrerin an der Realschule Osthofen gewesen, da bin ich auch Schüler wiederum gewesen. Und sie war Ihre Lehrerin auch? Nein, war sie nur im Kollegium? Sie war im Kollegium, aber war die Klassenlehrerin von meiner Schwester gewesen. Und da gab es jetzt genug Überschneidungspunkte. Und klar, beide habe ich des Öfteren auch im Nachgang gesehen. Und da entstehen natürlich auch vielerlei Punkte, die man dann auch immer gemeinsam anspricht. Jetzt hat die CDU eine üppige Mehrheit, fast die absolute Mehrheit errungen. Mhm. Welchem Flügel wären Sie zuzuordnen oder ja, mit welcher Richtung würden Sie sich identifizieren?
Also ich glaube, ich ziehe aus verschiedensten Bereichen einfach auch ein Stück weit Information, Kraft und auch im wahrsten Sinne des Wortes auch Inspiration für verschiedene Dinge, die man politisch anzugehen hat. Also ich meine, von Haus aus bin ich einmal natürlich durch das Familienunternehmen geprägt. Zum anderen habe ich ja an der FH Worms als internationaler Koordinator gearbeitet, habe also auch die Arbeitnehmersicht in dem Falle mit einbezogen. Und in Berlin, da gibt es soziodemografische Gruppen, wo man sich dann einordnen lassen kann. Einmal bin ich dann eben Mitglied der Junggruppe, das sind alle Abgeordneten unter 35. Und dann bin ich eben auch Mitglied im Parlamentskreis Mittelstand, nennt der sich. Und er deckt eben verschiedene einzelne Aspekte ab, wo ich mich dann so ein Stück weit wiederfinde. Aber jetzt da direkt kategorisieren, ich ziehe Kraft und wie gesagt Ideen und auch Kreativität aus verschiedenen einzelnen Bereichen. Und insofern wollte ich da nicht nur jetzt ein Lager, was mich da jetzt quasi inhaltlich füllt. Stichwort Inhalt, in welchen Ausschüssen sind Sie tätig? Ja, ich bin im Bereich Wirtschaft und Energie, also im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und auch im Auswärtigen Ausschuss. Und aber zusätzlich eben noch im Arbeitskreis Landwirtschaft mit. Und ja, das ist ein riesiges Spannungsfeld, das sich ergibt. Ja. Und kann ich auch nur sagen, ist gerade so an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Energie momentan natürlich ein wahnsinnig interessantes Feld. Jetzt stand auch vor wenigen Wochen in der Wormser Zeitung, Sie haben gesprochen, erstmals vor dem Hohen Hause. Eine journalistisch schlechte Frage, ich frage Sie trotzdem, wie hat es sich angefühlt, das erste Mal wirklich an dem Rednerpult zu stehen, wo sonst die Kanzlerin steht zum Beispiel? Also das war natürlich neben dem ersten Mal in diesen Plenarsaal hineingehen zu dürfen, wenn man so über Jahre hinweg nur in dieser Glaswand als Praktikant oder als Besucher vorbeigegangen ist und stand da immer Zutritt nur für Abgeordnete und dann ist man das erste Mal drin, war das zweite wirklich herausragende Ereignis für mich ganz persönlich. Das war natürlich ein ganz, ganz auch persönliches Ereignis. Man geht davor und vergegenwärtigt sich natürlich als erstes Mal, wo man jetzt spricht. Und die Tatsache, dass mir die Fraktion dann auch das Vertrauen als jungem Abgeordneten, als Newcomer dann gegeben hat, 10 Minuten bei einer Haushaltsdebatte zu bekommen, das war natürlich für mich schon auch ein Vertrauensvorschuss, den ich bekommen habe. Und ja, ich habe gesagt, das ist jetzt eine tolle Herausforderung, der möchte ich mir stellen. Und ich sage mal, die Fraktion war zum Schluss sehr zufrieden. Das hat mich natürlich sehr gefreut und war ein ganz bewegender Moment. Wie waren die Reaktionen im Plenarsaal selbst? Wahrscheinlich die Opposition ein bisschen gekrölt oder war das alles recht human? Nee, das war alles recht human. Es hat natürlich ein paar Zwischenrufe zu dem einen oder anderen Punkt gegeben. Ja, aber das gehört dazu, das Parlamentarismus, ja. Auch schon zwischengerufen? Ja, ab und zu, ja. Aber ja, gut, das sind alles so kleine Neckigkeiten, ja, die man sich dann zuwirft. Also bei mir beispielsweise hat dann jemand Bezug nehmen wollen, dass ich ja jetzt quasi beispielsweise bei der Aufzählung auch von Weinbaugebieten, weil ich habe da auch die innovativen Jungwinzer mit einfließen lassen wollen, weil es ging auch um Jungunternehmer. Und dann habe ich eben Bezug auf Rheinhessen genommen direkt und dann wurde natürlich sofort gesagt, ja, aber Rheingau und Mosel, ja, und da muss man natürlich dann entsprechend ein bisschen spontan reagieren, um das dann auch einzubinden, abzufangen. Aber das macht auch Parlamentarismus aus, ja. Das ist auch was Schönes, ja, das bringt ja auch Leben in das Hohe Haus, wie man so schön dann sagt. Ja, und für die Presse ist es natürlich ja, klar, schön zu berichten. Jetzt findet die Willensbildung bei Ihnen natürlich innerhalb der Fraktion statt. Wenn irgendwann der Fall kommen sollte, dass wirklich eine wichtige Gewissensfrage ansteht, grundsätzlich Grundgesetz, aber faktisch gibt es natürlich einen gewissen Fraktionszwang, besser gesagt. Wie würden Sie da reagieren? Naja gut, also ich sag mal, jeder hat natürlich in letzter Konsequenz das Gewissen zu fragen. Jetzt ist es so, es gibt das parlamentarische Instrument der Gewissensfrage. Das muss allerdings festgelegt werden, weil nicht jede Abstimmung zur Gewissensfrage gemacht werden kann. Das muss quasi vorher bestimmt werden, ob es eine solche ist. Ansonsten gilt der Fraktionszwang, besser gesagt, die Fraktion hat von der Fraktionsführung natürlich das Interesse, dass es ein möglichst einheitliches
Abstimmungsergebnis gibt. Aber dann gibt es ein technisches Mittel. Man gibt eine schriftliche Erklärung ab und muss dann eben darlegen, warum man nicht mit der Fraktion stimmen kann. Und ich sage mal so, ich bin nicht nach Berlin gewählt worden, um nicht auch eine entsprechend auch abweichende Meinung zu vertreten zur Fraktion. Also da möchte ich mich auch an der Stelle nicht verbiegen lassen. Und ich denke mal, wenn man gute Argumente auch für eine abweichende Meinung hat, und dann sollte man da auch zu stehen. Wichtig ist, dass man eine Meinung hat. Das ist das Allerentscheidendste. Und die Meinung, die kann eben auch innerhalb des Willenbildungsprozesses dann innerhalb des Prozesses angepasst werden. Oder man kann Punkte, die man selbst anders sieht, einbringen. Aber wichtig ist, dass man eine Meinung hat und die konsequent auch vertritt. Und das habe ich auch vor zu tun. Und an manchen Punkten habe ich mich auch schon sehr lebhaft auch, sage ich mal, inhaltlich mit der Fraktion auch wirklich auch inhaltlich etwas strittig auseinandergesetzt. Aber das gehört dazu. Ist der Ton denn immer noch so rau? Stichwort Pofalla-Bosbach. Nee, also ich habe jetzt den Ton jetzt nicht als rau erlebt, aber man inhaltlich diskutiert man eben auch. Die Union ist eine Volkspartei, ja, und das wird eben auch immer deutlich. Das wird innerhalb der Fraktion deutlich, das ist innerhalb der Partei deutlich, das ist auch an der Schnittstelle zwischen Parteien, Fraktion manchmal deutlich. Und da hat man sich eben auch inhaltlich wirklich auch entsprechend auseinanderzusetzen. Und das ist dann eben auch immer hart eine Sache, aber das gehört dazu. Und man muss, ich sage ja, man muss eine Meinung haben. Und da ist es mir auch sehr wichtig, dass ich sehr viel Rückkopplung aus dem Wahlkreis auch mit vielen Menschen habe, die dann eine Bürgersprechstunde zu mir kommen und auch wirklich dann sagen, Herr Metzer, ich sehe das so und so, könnten Sie dem und dem mal nachgehen oder wie ist Ihre Meinung zu? Davon lebe ich auch im täglichen Berliner Geschäft. Ihr Hauptkonkurrent bei der Wahl war Markus Held von der SPD. Ist er anschließend auch noch eingezogen in den Bundestag über die Landesliste? Wie ist Ihr Draht zu ihm? Koordinieren Sie sich regelmäßig oder wie findet der Austausch statt? Also wir haben beide einen sehr professionellen Umgang miteinander. Und duzt man sich da? Wir duzen uns, ja. Wir duzen uns und sagen wir mal innerhalb des Ausschusses für Wirtschaft und Energie sehen wir uns auch regelmäßig. Und da gibt es natürlich viele Themen, wo sowieso die Koalition dann auch ja, sich sowieso auch inhaltlich gemeinsam dann eben auch dran macht. Also um es jetzt ganz praktisch auch darzulegen, der Ausschussarbeit vorgeschaltet ist ein Arbeitskreis, der dann alle Abgeordneten der jeweiligen Partei im Ausschuss umfasst. Und in dem Fall Wirtschaft und Energie, unser Arbeitskreis hat natürlich auch schon gemeinsam Abstimmungen und Sitzungen mit dem Arbeitskreis der SPD zu den Themen gehabt. Und klar, da ist man dann auch in der gemeinsamen Diskussion. Das heißt aber nicht, dass wir manche Punkte eben auch ganz unterschiedlich sehen. Welche unserer Themen wollen Sie voranbringen? Da gibt es die Verlängerung der B47 zum Beispiel. Was haben Sie jetzt konkret vor in den nächsten Jahren? Also das sind einige Punkte, die mir natürlich, was Worms jetzt im Speziellen anbelangt, auch förmlich unter den Nägel brennen. Also das erstreckt sich, sagen wir so, im Spannungsfeld von Infrastruktur bis Kultur, will ich mal sagen. Also ganz konkret vor kurzem eine Geschichte wie Sanierung Herrnsheimer Schloss, wo es eben auch darum ging, die Koordination zwischen den Möglichkeiten auf Bundesebene auch herzustellen. Da habe ich mich mit eingebracht. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Punkte, wo ich etwas leisten kann. Und wenn es nur darum geht, weitere Fördermöglichkeiten mit einzubringen. Und dann geht es bis hin zur Infrastruktur. Also wir hatten ein Treffen mit dem Konzernvorstand der Deutschen Bahn als Landesgruppe. Dann habe ich mir den Konzernbevollmächtigten geschnappt, den Herrn Kunz, der für unseren Bereiche zuständig ist. Und mit dem bin ich dann einzelne Punkte durchgegangen. Und zum Beispiel? Beispielsweise Direktverbindung von Worms nach Frankfurt. Weil das ist jetzt wieder. Steht immer auf der Kippe. Ja, klar, das ist ein Punkt, der hat mich auch ständig in meinen Bürgersprechstunden, auch in Gespräche, wie man so schön sagt, auf der Gasse, ja, hat mich der auch jedes Mal auch wieder mal begleitet und das habe ich dann eben alles dort einbringen können und da ist man jetzt in der Diskussion und da möchte ich auch einfach weiter ansetzen. Und das sind ganz konkrete Punkte, wo sich eben das Regionale mit dem auf Bundesebene trifft. Bürgersprechstunde, ein gutes Stichwort, wenn Sie mit den Leuten ins Gespräch kommen. Was brennt den Leuten unter den Nägeln, was beschäftigt die Wormser aber auch, als Herr Oppenheim gehört ja auch zum Wahlkreis. Klar, das sind ganz unterschiedliche Punkte. Also ich sag mal, auch da ist die Bandbreite recht groß. Das fängt bei Wohnungsproblemen an, um es mal so zu sagen, und das hört bei Unternehmensgründungen auf. Also, das heißt, da sagt jemand, Herr Metzler,
Bei mir im Keller, da schimmelt's. Beispielsweise. Ehrlich? Hatte ich auch schon. Das war jetzt aber Zufall. Ja, nein, das hatte ich auch schon. Oder jetzt beispielsweise, dass Studenten auf mich zukommen und an der Schnittstelle, ich habe ja auch Kontakt nach wie vor zur FH Wams, ehemaliger Arbeitgeber. Und ich meine, in dem Fall, sie ist wirklich eine riesen Bandbreite da drin. Aber das macht sie auch unheimlich spannend, ja, und lässt mich auch in viele sehr private Dinge auch teilweise blicken. Und da sind auch viele Sachen dabei, die mich wirklich sehr auch nachhaltig auch geprägt haben. Sie haben studiert an der Wamser Fachhochschule. Richtig. Wie sind Sie der FH jetzt noch verbunden? Also offiziell ist es so, mein Arbeitsverhältnis ruht gegenwärtig. Ich war 5 Jahre als internationaler Koordinator der FH Worms tätig. Und für die Zeit meiner Mandatsausübung, heißt es offiziell so schön, ruht dieses Arbeitsverhältnis. Das heißt, dass ich es im Anschluss wieder aufnehmen kann. Wenn dann eben der Fall käme, dass ich beispielsweise nicht mehr gewählt werden würde oder dass ich eben an einer anderen Stelle dann entscheiden würde, es gibt keine Fortsetzung mehr, wie auch immer. Aber ich habe natürlich ganz persönliche Verbindungen zur Fachhochschule. Das sind viele Freundschaften, die dort entstanden sind. Und das sind ganz fantastische Menschen auch. Und zu denen habe ich dann auch wirklich an so viele Punkte, Schnittstelle und Kontakt. Da komme ich gerne immer wieder hin. Bildung ist ein Landesthema. Mhm. Wie gestaltet sich der Kontakt zur Landes-CDU? Wahrscheinlich sagen Sie jetzt hervorragend. Wie ist es konkret? Wir haben auch ein Bild. Sie und Frau Klöckner, ja. Ausgelassen feiernd. Wie ist der Draht nach Mainz? Das war ein Fasnacht gewesen, ja. Der Kontakt nach Mainz ist ausgesprochen gut. Also ich das habe ich gewusst, dass Sie das sagen. Ja, das, aber das wie, so, ja. Wie ist also, es konkret? Also konkret, auch da, ich meine, vieles geht immer über das Persönliche. Ich habe seit 8 Jahren Tätigkeit innerhalb der CDU, beispielsweise im Bezirksvorstand Rheinhessen-Pfalz gehabt, habe dort direkte Verbindung auch in den Landesvorstand der CDU. Und da gibt sich natürlich oder ergibt sich viel über persönliche Freundschaften. Und Christian Baldauf beispielsweise auch noch zu nennen, der ja direkte Nachbarschaft aus Frankenthal, ne? Aus Frankenthal genau ist. Und das sind alles wirklich gewachsene persönliche Freundschaften, aber insbesondere auch zu Julia Klöckner. Und da gibt es eben wirklich dann auch dadurch, dass man sich vertraut, dass man wirklich auch eine Freundschaft im Sinne der einer Freundschaft dann Kontakte pflegt, macht das natürlich auch vieles leichter auch im Politischen, weil so kann man Dinge auch schneller mal mit einem Telefonat erledigen. Und ich glaube, auch der Gegenüber weiß, in dem Fall, man kann sich aufeinander verlassen und das ist ganz wichtig in der Politik. Ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber ein Thema, das die Koalition wahrscheinlich nachhaltig beschäftigt hat, war die Affäre Edati. Wie haben Sie diese Phase erlebt, Anfang Februar, als immer mehr bekannt wurde, er hat sein Mandat niedergelegt? War dieser Koalitionskrach so heftig, wie er medial dargestellt wurde, oder war das alles ein bisschen übertrieben? Also in dem Fall, muss ich sagen, war es natürlich schon ein bisschen intensiver, die Diskussion, als sonst. Wobei auch da gilt, an vielen Punkten muss man auch immer alles ein Stück weit auch trennen. Aber klar, das war eine ziemlich heikle Situation. Ich meine, da ging es auch um einiges. Und ich muss natürlich sagen, was mich persönlich da am meisten geschockt hat, war beispielsweise, dass ich dann in Ausschüssen im Bundestag darüber in der Debatte auseinandergesetzt wurde, oder dass ich auseinandergesetzt wurde, inwiefern es Grauzonen bei kinderpornografischem Material gibt. Und das muss ich sagen, das hat mich schockiert, da gibt es keine Grauzonen. Also ich muss sagen, diese ganze Situation war natürlich eine ziemlich heikle und für die Koalition keine einfache und das gleich zu Beginn. Da ist natürlich auch ein Stück weit Vertrauen auch im wahrsten Sinne des Wortes auch vielleicht auch verloren gegangen. Aber das konnte man jetzt eben nur im Laufe der Zeit, denke ich, gemeinsam wieder gut machen. Ist es etwas besser geworden? Ja, also ich sage ja eben, der pragmatische Umgang, der hat auch einiges mit sich gebracht. Ja. Nur es hat auch mal gerappelt unter dem Dach. Und das war aber auch notwendig, weil das sind eben Dinge vorgefallen, die so auch nicht gehen. Und dann muss man sich auch geradeaus die Meinung sagen. Ja, und das gehört dazu. Fertig, aus. Und der Bürger erwartet jetzt, dass natürlich die Regierung sich zusammenrauft. Bürger, Sie haben auch schon Bürger in Berlin begrüßt. Haben wir auch ein Bild davon. Eine große Gruppe, die da war. Sind das dann alles die junge Union aus der Region? Die wird dann eingeladen? Oder wer kommt da alles zu Ihnen?
Nee, ganz und gar nicht. Also mir ist es wichtig, gerade bei diesen Bürgerreisen dann eine bunte Mischung eben auch zu haben. Beispielsweise war aus Jugendparlamenten Teilen aus Worms dabei. Das ist mir wirklich wichtig, eine Mischung aus alten, jungen, aus Vertretern, klar auch der Partei, aus der Jungen Union insgesamt, aber eben auch wirklich eine breite Palette, viele Menschen aus der ganzen Region mit unterschiedlichen Hintergründen. Das belebt die ganze Gruppe und gibt mir auch die Möglichkeit, eben dann auch in Berlin mit vielen in Kontakt zu sein. Und was mich natürlich wirklich sehr gefreut hat, war, dass wir im Rahmen dieser ersten Bürgerreise auch einen Empfang mit Peter Altmaier im Ein Augenbild Kanzleramt davon. realisieren konnten. Ja. Und das freut mich, weil ich den Peter Altmaier, den habe ich als einen richtig tollen, bodenständigen Mensch kennenlernen dürfen. Wir sind in einer Landesgruppe, also Rheinland-Pfalz und die Saarländer. Ich glaube nicht nur die Tatsache, Wie dass beim man. Fußball. Ja, da versteht man sich einfach. Also Saarland, Rheinland-Pfalz, wir verstehen uns an vielen Stellen und deswegen hat es auch, glaube ich, Sinn gemacht, dass wir die beiden Landesgruppen da zusammengefasst haben. Und da ist Peter Altmaier eben auch dabei und das war für mich natürlich eine Situation, die war schon so Wow-Effekt. Der ist in der ersten Landesgruppensitzung gekommen und hat sofort gesagt, okay. Roger Fleischewoi. Ja, da hatten sie auch, also mich einen Kollegen hat er zum Abendessen eingeladen, da haben wir zusammen gekocht und ein bisschen rheinhessische Weih habe ich mitbringen können. Er hat noch was von der Saar klar im Kühlschrank gehabt. Kollege war noch aus der Pfalz und es war ein toller Abend. Und er hat sofort das Du angeboten und hat gesagt, wir sind jetzt in einer Landesgruppe und hat aber auch nie jetzt so dieses Gefühl gegeben, da ist jetzt Minister oder später ja Kanzleramtschef, sondern das ist auch so ein Mensch, der unheimlich bodenständig erdverwachsen ist und einem nie jetzt das Gefühl gibt, da ist jetzt eine riesige Schwelle zwischen einem, sondern er gibt dann wirklich die Möglichkeit und auch mir gefühlt die Möglichkeit, Rande von Fraktionssitzungen oder Landesgruppensitzungen, dass ich ihn persönlich ansprechen kann, eben auch zu verschiedenen Punkten und Inhalten, die ich von Menschen aus der Region, von Institutionen, aber auch von Firmen, von Unternehmen eben mitnehmen kann und bei ihm dann auch platzieren kann und somit in den größeren politischen Willensbildungsprozess einspulen kann. Und insofern schätze ich ihn ungemein. Peter Altmaier ist auch der ungekrönte Twitter-Social-Media-König. Ja, ja. Welche Rolle nehmen die sozialen Medien bei Ihnen ein? Schon eine wichtige. Also beispielsweise Facebook nutze ich wirklich auch so eine Art als tägliches Tagebuch. Und ich versuche einfach die Menschen sehr nah an den politischen Prozess und an meine Termine und so weiter mit anzubinden. Und ist jeder eingeladen und ich habe da auch regen Austausch. Also wir diskutieren dann auch einzelne Punkte und Themen. Und das finde ich, das ist etwas Tolles auch an den sozialen Netzwerken, neben mancher berechtigter Kritik. Aber ich glaube, der Vorteil liegt darin, dass eben in meinem Falle oder in unserem Falle Politik Dinge sehr nah diskutieren kann mit vielen Menschen. Und da sind wir wieder bei der Eintrittsschwelle. Der Kontakt hat eben keine große Hürde. Man kann direkten Bezug nehmen und man kann auch direkt diskutieren. Und es gibt mir unheimlich viele Vorteile. Und ich habe viele Kollegen, die das natürlich noch intensiver betreiben. Und die sagen das allesamt auch. Also ein ganz wichtiger Bestandteil. Sie sind hoffentlich schon Fan vom offenen Kanal Worms, der ist bei Facebook auch vertreten. Herr Metzler, Stichwort Bürgernähe und wir sind ja auch Sens ist schon ja, Fan. ja. Ja, das ist gut. Das ist sehr löblich. Ja. Bürgernähe, zum Beispiel das Haus am Dom, wollen wir jetzt nicht inhaltlich drüber sprechen, ja. hat gezeigt, dass die Leute mitreden wollen, dass nicht alles ja, fremdbestimmt sein soll. Wie stehen Sie zu direktdemokratischen Elementen auch auf Bundesebene? Also, man muss klar sagen, Bürgerinnen und Bürger oder allgemein Menschen wollen beteiligt werden am politischen Willensbildungsprozess. Also, Sie wollen nicht nur Ihr Kreuzchen machen. Da nee, sind wir uns einig. sie wollen nicht nur Kreuze machen, das ist klar. Natürlich, sagen wir mal, die Ausgangsposition von den Gründervätern in unserer Bundesrepublik ist die repräsentative Demokratie. Die sieht quasi das Plebiszit, das Volksbegehren in dem Zusammenhang jetzt nicht unbedingt in dem Maß vor. Aber ich glaube, Demokratie ist auch gut beraten, wenn sie sich kontinuierlich weiterentwickelt. In welchem Maße man das auf Bundesebene dann kontinuierlich tun kann, das ist noch eine Frage, glaube ich, da muss man auch einiges im Prozess auch lernen.
Aber ich denke, irgendwo muss es eine Mischung aus dem sein, was ein Bürgerbegehren dann wirklich ist, das Einbeziehen von Menschen in wichtige politische Entscheidungen. Aber man kann es nicht zu einem Dauerbrenner machen. Also, wie ist es konkret? Die Bundespräsidentenwahl wird häufig als Vorschlag in den Raum gestellt. Finden Sie, der Bundespräsident sollte direkt vom Volk gewählt werden? Ich finde, das ist eine spannende Geschichte, wo man sich darüber Gedanken machen sollte. Aber ich muss aber auch dazu sagen, auch da wieder müsste man das Grundgesetz beispielsweise ändern. Und natürlich würde der Bundespräsident eine demokratische Legitimation erhalten, die nicht einmal die Kanzlerin hat. Als Beispiel. Ja, also ich sage mal so, der Bundespräsident hat ja eine bestimmte Stellung auch in unserer Demokratie. Und die Kanzlerin hat natürlich eine andere und auch die ist gewissermaßen ja nur indirekt zu wählen. Ja? Also das Parlament in dem Fall wählt die Kanzlerin und das ist natürlich alles auch aus gutem Grund so geschehen. Aber die Frage ist natürlich auch, inwieweit wertet man so Geschichten auch auf? Inwieweit wertet man auch ein Amt auf? Ich finde, es ist spannend, darüber auch nachzudenken. Aber es würde eben auch notwendig machen, dass man fundamentale Bereiche auch ändert. Ja? Aber nochmal zurück, ich glaube, Demokratie ist gut beraten, wenn sie sich weiterentwickelt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt wollen wir natürlich noch zum Schluss über die Kommunalwahl sprechen. Am 25.05. Da sendet auch das Wormser Montagsmagazin abends. Sie sind hoffentlich dabei, denn da erfahren Sie alle Informationen, alle Ergebnisse nur bei uns. Aber am Tag vorher, Herr Metzler, steht auch etwas an in Worms. Die Kanzlerin kommt. Richtig. Das ist schon bekannt. Wie kam das zustande? Also es gibt eine zentrale Abschlussveranstaltung der CDU Rheinland-Pfalz. Das war relativ zeitig klar. Also Abschlussveranstaltung zur Europawahl und Kommunalwahl. Und da ging natürlich dann so ein bisschen auch ein Ringen darum los. Und ich bin sehr froh, dass auch an der Stelle wieder Vertrauen geschenkt wurde und jetzt die Kanzlerin nach Worms kommt. Und das ist natürlich eine große Ehre. Und ich freue mich ungemein drauf. Und ich denke, das wird noch einmal ein toller Tag. Und neben ihr wird ja auch David McAllister als Spitzenkandidat der CDU dabei sein. Also das ist natürlich eine Riesenehre und ich freue mich da ungemein mit allen Kolleginnen und Kollegen hier von der CDU und ich denke auch hoffentlich mit vielen, vielen Gästen, die wir an dem Tag dann auch erwarten dürfen. Ist das eine öffentliche? Ja, also klar, klar, ist öffentlich. Jeder ist herzlich angemeldet. Muss man sich vorher anmelden? Nein, Sicherheitsbestimmungen, nein, Kanzlerin nein, kommt? Nein, das nein, ist nicht. Nein, ganz gar nicht. Jeder ist herzlich eingeladen. Die Kanzlerin und die Europawahl ist ein Thema kurz zum Schluss. Ja. Die CDU plakatiert offensiv mit der Kanzlerin zur Europawahl, obwohl sie nicht auf dem Wahlzettel steht. Ist aus parteipolitischer Sicht wahrscheinlich sinnvoll, weil die Kanzlerin tolle Beliebtheitswerte genießt. Die Frage ist, ist es dem Wähler fair gegenüber? Der Wähler, der jetzt nicht unbedingt super informiert ist. Finden Sie das fair? Also ich glaube, wenn man Werbeelemente nimmt wie Plakate, ist natürlich Wiedererkennungswert was ganz Wichtiges. Ja. Und die Kanzlerin ist natürlich Bundesvorsitzende und insofern tritt sie eben auch für die Partei dann an der Stelle als Vorsitzende auch klar mit ein. Und insofern plakatiert man eben auch die Köpfe der Partei ohne Frage. Kann man natürlich sagen, wieso? Da ist natürlich der Wiedererkennungswert ein ganz entscheidender. Und sie repräsentiert die Partei. Die Partei tritt natürlich auch an zur Europawahl. Und man tut ja beides. Aber ich denke, man muss auch in dem Zusammenhang klar auf die Wiedererkennung setzen. Und sie steht ja auch, sage ich mal, als Bundesvorsitzende für die CDU. Und die tritt eben auch an zur Europawahl. Also im übertragenen Sinne. Ja, ja, Europawahl und Kommunalwahl an einem Tag. Ja. Wir berichten, wie gesagt, liebe Zuschauer, darüber. Herr Metzler, herzlichen Dank. Es hat Freude gemacht, Ihnen zuzuhören. Vieles Neues hoffentlich erfahren. Sie auch, liebe Zuschauer. Ich habe zu danken. Gerne. Das war das Wormser Montagsmagazin für heute. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, in der nächsten Woche wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.